Hallo Leute, kommt zu einer neuen Folge von Minecraft Project Overpowered. Ich bin jetzt mittlerweile aus der Höhle wieder raus. Und wir müssen jetzt noch versuchen, haben Lava-Eimer. Ich würde sagen, wir gehen weiter in die Richtung, in die wir bisher die ganze Zeit gegangen sind. Vielleicht irgendwann müssen wir ja was Interessantes finden. Hier mal runter. Wir haben aber jede Menge Ressourcen, die wir sammeln müssen können, für die wir überkommen können. Wir haben aber eine Menge an Eisen. Also ich würde sagen, ich arbeite mich immer wieder auch und das sehen wir uns halt wieder. Da sind wir wieder. Ja. Sagen, jetzt noch mal jedes Mal, wo ich wieder auf dem Weg. Alles, was wir brauchen, ist ein oder zwei Lava-Eimer. Mehr brauchen wir nicht. Das ist jetzt auch die letzte Folge, die ich jetzt erstmal aufnehme. Nur damit mir, damit ich ein bisschen was zum Hochladen habe für die nächsten Tage wieder.
Okay, das ist aber sogar das mal. Es ist ganz einfach, ich kann Lava einfach finden. Okay, wie gesagt, ich denke mal, ich werde dann jetzt einfach aus dem versuchen, nochmal ein bisschen nach Lava zu suchen, und dann sehen wir uns danach wieder bei uns auf dem Brennen. Und zeig wieder, bis dann, ciao. Ja, Leute, willkommen kurz zu einer neuen Folge. Ich habe Glück gehabt, ich habe eigentlich sollte das keine neue Folge sein. Ich guck mal, wie ich das zusammenschneiden kann. Jedenfalls. Jetzt haben wir den ersten Stack gerade. Jetzt machen wir das mal die ersten Sachen. Habe ich jetzt was für noch das hier Tank? Der ist aber einfach gemacht. Wir wollen mal einen zweiten rufen. Wollen wir es dann ein Glas mit schmeißen? Nochmal ein bisschen Stack reinschmeißen. So, dann. Das hier, genau. Und passt das soweit? Werden die Mitte. Zack, zack. Also. Dann haben wir geschmelzt und bald fertig. Kommt schon mal hier hin. Kommt schon mal hier hin kommen,
So. Dann bauen wir noch 7 Stück und dann nochmal die Oberreihe. Das heißt, auf 20 Grad müssen durchgeschmolzen werden. So. Zack. Und noch die beiden gleich dann noch. Und dann sind wir tatsächlich die Schmelze-Session fertig. So. Ah, der Abflug ist noch verbunden. Also fangen wir auch schon mal an. So.
Machen wir mal ganz einfach rein. Das geht ja so eine Weile. So. So, dann haben wir die Schmelzer auch erstmal produktionsbereit. So. Die Lampe haben wir beide übrigens bei mir. Wir werden noch mal brauchen, wenn wir noch für was anderes brauchen. So, erst so Spitzhackenkopf, upgraden zu weisen.
damit sind ist das jetzt wieder hergestellt. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in die Mind Dimension. Uns dann sagen, für die man Eisen brauchte, wird das Eisen brauchen. Inklusive mehr Eisen. Gold brauchen wir, jede Menge. Jetzt noch Diamanten, cool. Auch noch zwei Stück. Was habt ihr dann über gar keine gar nicht mehr ein bisschen groß? Weil sagen wir nicht alles, aber vieles von dem, was wir hier kriegen, können wir später uns automatisch holen. Und das dauert nicht mal mehr so lange, bis wir das haben. Ich würde mal sagen, damit sind wir aber auch, können wir auch wieder zurück und den Grapepoint hier tatsächlich auch löschen. Dann wir erstmal auf das Eisen an. Das Gold ein.
So, damit haben wir das mal jetzt auch erledigt. Wollen wir erstmal 5 Eisen, damit wir den Hopper machen können? Da können wir das Ganze ja auch versuchen, relativ einfach zu automatisieren. Wir wollen eigentlich noch Redstone. So, wir können ja also das mal aufnehmen. 25 Minuten. Wird dann 10 Minuten vorher am Anfang, würde ich sagen, das reicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten, ich werde bis zur nächsten Folge werde ich mal ein bisschen Eisen hier ablassen. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ihr.